Nun kommen wir zum fortgeschrittenen Tutorial. Das, was mir jetzt gerade alles noch einfällt, was ich euch noch sagen kann zu unserem Projekt, zu unserem kleinen Testprojekt hier im Studio. Was fällt mir denn noch ein? Praktische Sachen sind hier der Raster. Wenn ich jetzt den Raster aktiviert habe, dann seht ihr immer, dass es immer so klack, 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 klack macht. Wenn ich da hingehe, kann ich jetzt nicht mehr alles einfach schieben, sondern es geht nur an bestimmten Orten. Wenn ich hier oben auf Takte mache, dann müsste es immer an bestimmten Takten hin und her klackern, an diesem Raster. Das ist in vielen Situationen echt praktisch, weil das einem helfen kann, dass man Sachen gemeinsam anordnet. Hier zum Beispiel. Na? So, hatte ich noch was verstellt. Hier sieht man das jetzt, dass er eben immer hier an bestimmten Punkten es einfügt. Kann in bestimmten Situationen sinnvoll sein. Kann aber auch nerven, wenn es nicht so ist. Hier kann man, glaube ich, verstellen, an welchen Punkten das immer ist. Dann wichtig ist noch zum Beispiel der sogenannte Equalizer. Hier, das ist ein Equalizer. Das ist jetzt für Gesang, das ist für meine Hochspur. Hoppala. Gehe ich hier auf den Effekt von dieser Spur und da habe ich einen Equalizer. Der ist aber gerade ausgeschaltet. Jetzt ist er angeschaltet. Und der führt dazu, dass hier unten bestimmte Bereiche abgedämpft werden, dass man die nicht hört. Das ist von 20 Hertz bis 20.000 Hertz. Man hört von 20 Hertz bis 20.000 Hertz, vor allem wenn man jung ist. Wenn man älter ist, hört man die da oben nicht mehr. Genau genommen ist es so, dass man auch die da eher wahrnimmt, als dass man sie wirklich bewusst wahrnimmt. Und also eher unterbewusst nimmt man sie normalerweise wahr. Das ist also sehr tief. Stimmen, wenn man da unten was wegschneidet, ist nicht ein Problem. Aber zum Beispiel, wenn ich hier gegen mein Mikro klapper, dann kann man sowas eben dadurch unterbinden, weil das sind meistens tiefere Geräusche oder wenn jemand rumläuft oder sowas. Und hier sind dann bestimmte Sachen angehoben und abgesenkt. Da gibt es alle möglichen Wissenschaften, wie man das machen kann, damit eine Stimme ein bisschen weicher klingt, damit sie ein bisschen anders klingt und so weiter und so weiter. Man kann da zum Beispiel auch machen, dass man einen sogenannten Telefoneffekt macht. Das zeige ich jetzt mal. Außer Mama. Da gehe ich jetzt hier in so ein Preset rein. Und gehe aus einem Spur-Preset und gehe hier rein in Telefon. Das ist jetzt ein Telefon, da wird ganz unten und ganz oben ganz viel weggeschnitten, dafür was angehoben und dann hört sich das. Nur die Mama ist voll der Hammer. Sa Mama, nur die Mama ist voll der Hammer. Und nochmal angeschaltet. Alle Schlampen, außer Mama. Nur die Mama ist voll der Hammer. Ist das nicht der Hammer? Jetzt habe ich es wieder ausgeschaltet. Ich kann sowas auch einfach zum Beispiel verschieben und verändern. Dann hier Roomworks SE. Sehr praktisch. Momentan auch ausgeschaltet. Jetzt angeschaltet. Wenn ich es anschalte und ausschalte. Ich mache jetzt hier mal dieses Rundding, damit hier immer das Gleiche kommt. Sa Mama, nur die Mama ist voll der Hammer. Alle Schlampen, außer Mama, nur die Mama ist voll der Hammer. Alle Schlampen, außer Mama, nur die Mama ist voll der Hammer. Alle Schlampen, außer Mama, nur die Mama ist voll der Hammer. Alle Schlampen. Okay, ihr habt es gesehen, hier habe ich es wieder ausgeschaltet. Das, man so einen Raum geben kann. Warum muss man einen Raum geben? Das erkläre ich euch gleich. Wenn ihr in einem kleinen Zimmer seid oder wenn ihr in einem großen Zimmer seid, wie zum Beispiel in einem großen Raum seid, wie zum Beispiel in der Kirche, dann hört sich das oft sehr unterschiedlich an, eure Stimme. Der Raum hat einen Effekt auf das, was wir hören, weil man hört nicht nur das, was zwischen dem Mund und dem Ohr herüber kommt, sondern
Raum tut sich in alle Richtungen ausbreiten und geht dann zum Beispiel auch an die Wand und reflektiert und so weiter. Man hört man praktisch ganz, ganz viele Reflexionen immer vom Sound. Und je nachdem, wie die sind, hört man eben ein bisschen was Unterschiedliches. Und jetzt ist es so, dass man hier eben mit diesem Effekt alle möglichen mit Presets oder auch einfach mit einfach Einstellungen, die man selber macht, eben ganz viele lustige, unterschiedliche Sachen machen kann. Außer Mama, nur die Mama ist voll der Hammer. Kann ich zum Beispiel wieder rausdrehen, wenn ich den Mix rausdrehe, dann ist es weg. Außer Mama, nur die Mama ist voll der Hammer. Einfach mal rumprobieren dabei. Die Sache ist, wenn man im Musikstudio ist, dann ist es normalerweise so, dass der Raum, wo man spricht, abgedämpft ist. Damit nämlich nur noch, also damit quasi die Wand alle Geräusche verschluckt, die reflektieren und nur noch das, was ich direkt ins Mikro spreche, auch wirklich im Mikro ankommt. Das heißt, es ist dann praktisch ein toter Raum, also der Raum hat keine Raumeigenschaft mehr. Es geht nur noch ums Mikro und den, der spricht. Grund dafür ist, dass ich am Computer diese ganzen Räume alle danach noch dazu berechnen kann. Ich kann ihn in eine Kathedrale setzen, ins Olympiastadion oder was weiß ich wohin. Also an all möglichen Orte. Kleiner Raum, großer Raum. Wenn ich aber schon im großen Raum aufnehme und schon praktisch die Kirche habe bei der Aufnahme drauf, dann kann ich die nicht wieder rausrechnen. Okay? Das war jetzt noch ein Hinweis. Es gibt noch eine ganz große Anzahl an vielen, vielen, vielen anderen Effekten. Zum Beispiel Delay, dass man so Wiederholungen hat und so weiter und so weiter. Müsst ihr einfach mal umprobieren, was es da alles gibt. So, und da kommen wir jetzt nochmal zum weiteren Bereich, nämlich der Maschine. Die Maschine ist etwas, was wir benutzen hier, um ein Beat zu machen. Man kann natürlich auch ein Beat machen einfach mit Cubase. Wir haben aber die Maschine, mit der geht es noch ein bisschen einfacher und besser. Das hier ist die Maschine. Die besteht aus zwei Teilen. Das eine ist eine Software, das andere ist eine Hardware. Die Hardware, die steht hier neben mir. Und auf der kann ich rumklappen und schöne Sounds machen. Je nachdem, wenn ich hier so draufklicke. Und in der Software sehe ich genau das Gleiche dann auch passieren. Die Maschine habe ich hier auch auf einer Spur schon drauf laufen. Da muss ich jetzt hier auf dieses Teil gehen. Dann geht die auf. Jetzt ist sie auf. Ihr seht, was ihr jetzt nicht seht, ist meine Hand. Was ihr seht, ist, dass je nachdem, wo ich draufklicke, passiert hier was. Hier habe ich verschiedene Kits. Das hier ist zum Beispiel einfach ein Schlagzeug. Da steht kein Schlagzeug neben mir, sondern es ist nur diese Maschine. Oder hier, Beatbox Elliot hat hier mal ein sogenanntes Kit gemacht. Der hat verschiedene Sounds gemacht. Und damit kann man jetzt alle möglichen Sachen machen. Wie zum Beispiel mit dem 808er. Und das macht Spaß und ist sehr leicht. Ich kann hier jetzt mal was aufnehmen, einfach mal zum Bock. Da sind aber auch immer schon Sachen drin. Alle Schlampen. Ha! Da kommt jetzt alles gleichzeitig, was ich da gerade mache. Das da und jetzt kommt nur das, was da schon ist. Das hört sich jetzt ziemlich langsam an, weil ich bin hier bei 100 BPM und das müsste man eigentlich schneller hören. Hier ist die BPM-Zahl, die könnte ich jetzt zum Beispiel hier hoch machen. Hört sich schon besser an. Hier habe ich das jetzt wieder beschränkt, das darf ich nicht. Sachen, was da schon drin ist. Da gibt es unglaublich viel, was da schon drin ist. Und ich kann selber auch Sachen machen. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich gehe hier auf Record. Mache noch ein Metronom an. Das ist natürlich sehr schön gewesen. Es ist hier viel zu wenig Zeit. Muss ich hier ein bisschen mehr Zeit geben. Hier gerade nicht alles von 1, 2 bis 3.
So, schauen wir mal, ob es jetzt besser geht. Das ist jetzt das, was ich aufgenommen habe. Da läuft hier noch hinten das andere Teil weiter. Jetzt mache ich den Klick mal wieder aus. Und das kann ich jetzt quantisieren. Das heißt, dass ich es hinschicke, genau auf die richtigen Punkte. Richtig ist so eine Sache, aber also genau auf den Raster wieder hin, auf meine 16. zum Beispiel in dem Fall. Und jetzt kann ich hier, könnte ich noch andere Sounds dazu machen. Auf jeden Fall gibt es da echt viele schöne Sounds. Es macht voll viel Spaß, damit Musik zu machen. Zieht euch das mal rein. Gibt es auch auf dieser Seite. Tada! Noch mehr Tipps dazu. Und was schöner als ein Beat, den man selber macht. Man kann diese Maschine in Cubase benutzen, man kann es auch außerhalb von Cubase benutzen. Beide Möglichkeiten sind da. Also alternativ kann es auch damit einfach starten und bin dann nur in Cubase, bin dann nur in der Maschine drin. So. Eine schöne Sache habe ich noch für euch und das ist Automation. Da wird es ein bisschen komplizierter. Ich kann hier mir die Automation anzeigen lassen. Das ist in dem Fall die Lautstärke. Da kann ich praktisch sagen, wann, wo, was, wie laut sein soll. Das mache ich jetzt mal hier unten. Automation anzeigen. Ich mache jetzt mal den hier leise. Beziehungsweise ich mache den hier leise. So, jetzt kommt praktisch noch das. Und meine Maschine kommt. Die mache ich auch leise. Alle Schlampen. Na? Jetzt kommt nur auf einer Spur von beiden, nämlich der linken, kommt noch mein Sound hier. Und was ich jetzt hier machen kann, ist, dass ich hier jetzt was zeichne mit meinem Zeichentool. Und in dem Fall kann ich die Lautstärke hier eben schön verändern. Ihr merkt, es wird leiser. Und lauter. Kann ich dann wild herumzeichnen, wie ich das will. Das kann ich aber auch für andere Sachen machen, wie zum Beispiel Penner links, rechts. Das heißt, soll es eher links sein, soll es eher rechts sein. Das hört ihr jetzt wieder nicht, weil es im Mono ist. Aber ich kann hier eben wieder... Jetzt seht ihr hier gleich, hier, diese Automation passieren. Das ist nicht, dass ich das mache. Das macht das Programm selber, weil ich das eingestellt habe. Schön nicht, hä? Und da kann man alles Mögliche automatisieren. Dafür muss dann dieser Read-Modus an sein. Den hat er da automatisch gleich angemacht. Jo. Diese Programme sind echt komplex. Da kann man unglaublich viel mitmachen. Ich glaube, das Cubase-Buch hat 700 Seiten. Das Bedienungsanleitungsbuch könnt ihr alles gerne mal durchlesen. Alternativ könnt ihr natürlich auch diese ganz vielen Tutorials, die es im Internet gibt, anschauen, um drüber zu lernen. Und das Wichtigste ist einfach ausprobieren, 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 Fehler machen und so weiter. Am besten immer seine Dateien speichern, damit die Fehler nicht ganz so schlimm sind. Aber ich glaube, das kriegt ihr schon hin. Das Wichtigste ist einfach keine Angst haben und sagen, oh, ich probiere es gar nicht erst aus, weil es könnte ja irgendwas kaputt gehen. Wenn man das so macht, dann geht auch nie was kaputt, weil man nie überhaupt was macht. Also werdet alle Musikproduzierende kreativ schaffen, die sich ausdrücken, ihre Gefühle ausdrücken und ihren Frust hinausschreien können oder ihre Freundin sagen können, wie toll sie sie finden. Frauen finden es total super, wenn man ihnen ein Lied macht. Wirklich klasse. Naja, also ich bin schon gespannt, ob ich von euch mal was höre. Schauen wir mal.